Hey ihr Nerds, hier ist Lea von Nerdplay. Jenny und ich, wir waren ja letztens auf der Comic-Con in Dortmund, der Spring Edition. Und ihr habt ja schon unseren Podcast mit Lucid Bell gehört. Heute haben wir im Angebot Aimu Cosplay und Sir Highlord, die ihr ja schon ein paar Mal bei uns gehört habt. Es gibt auf jeden Fall sehr viel Neues und deswegen wünschen wir euch viel Spaß mit dem Cosplay Roundtable mit den beiden und mir live von der Comic-Con. Super, sehr schön. Habt ihr Bock? Sehr gut, das freut mich. Ich bin Lea, ich bin euer Cosplay-Host heute. Und wir haben jetzt ein ganz wunderbares Cosplay-Panel mit Aimu Cosplay. Einen fetten Applaus. Und Sir Highlord. Das dauert jetzt ein bisschen, bis er auf die Bühne kommt, aber trotzdem applaudiert einfach weiter. Brauchst du Hilfe, Marc? Geht es? Ich habe ein bisschen mehr Applaus. Der muss ja Applaus haben, wenn er auf die Bühne kommt. Geht's? Soll ich dich führen? Ja, wir warten noch auf einen Hocker, damit sich Marc auch setzen kann. Es tut mir jetzt leid. Hast du ein Mikro bekommen? Ja. Wir bräuchten dann aber... Ja, gib ihm doch mal ein Mikrofon in die Hand. Ja, deinen Hammer. Nice. Tschüss. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst. Was machst du mit dem Hammer? Gib ihn nicht Kevin Sussman, er wird ihn kaputt machen. So, kriegst du ab oder? So, jetzt werdet ihr live sehen, wie sich der Highlord entkleidet. Hallo. Wie geht's euch heute? Ja. Warm. Warm. Ich glaube, du schwitzt ein bisschen, ne? Jetzt fühle ich mich irgendwie gezwungen, auch zu stehen. Oh, sorry. Ich kann mich auch sonst hinsetzen, wenn du möchtest. Nee, alles gut. Geht das? Ach, super. Yo. Ach, guck mal. Das passt doch perfekt. Ja. Das ist immer schön, so ein Ding anzuhaben, aber sitzen ist jetzt eher schwieriger. Laufen ist auch semi, aber es geht. Sehen ist auch... Treppensteigen. Also Treppensteigen ist jetzt eher schwieriger mit Schuhgröße 89. Aber hey, du hast gestern beim Cosplay-Contest bewiesen, man kann sogar drin tanzen. Das stimmt, auch wenn ich nicht tanzen kann, aber ich kann so ähnliche Bewegungen machen, die dann so aussehen würden als... Es sieht mega aus, so oder so. Ja, ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen quatschen. Ist ja jetzt auch, glaube ich, das letzte Mal war im Dezember, oder? Ja, das ist schon wieder schon, was ne? her, ne? Ja. Also ihr seid ja quasi jetzt auch alte Hasen von der Comic-Con. Wie fühlt sich das denn an, jetzt wieder hier zu sein? Ja, irgendwie vertraut schön eigentlich. Ja, endlich wieder ein bisschen Normalität. Ja, mal wieder rauskommen, Leute treffen, endlich. Spaß haben. Ja, das habt ihr auch vermisst, oder? Ja, ich auch. Deswegen umso schöner, dass wir jetzt hier sind. Ja, noch eine kleine Side-Info. Wir nehmen diese Audiodatei auf für unseren Cosplay-Podcast Nerdplay. Könnt ihr gerne reinhören, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und da stellen wir unseren GästInnen auch immer eine Frage vorher. Ach, der Hocker ist da, Ihr könnt ja schon mal überlegen, während ihr euch hinsetzt, wie hoch ist denn euer Nerdfaktor? Ich kenne den ja eigentlich schon, aber seit dem letzten Mal, wo wir uns gesehen haben, ist der gestiegen, ist er gesunken? Ich mach schon. Ja, also ich fange einfach mal an, ne? Wo ist dein Mikro? Da. Ich wollte den jetzt hinlegen. Nee. Damit du jetzt auch sitzen kannst hier, ja, ne? Schön. Guck mal. Muss ja angeben mit dem Ding. Ich bin auch froh, dass ich nicht neben dir sitze, sonst fühle ich mich immer so mickrig. Ich habe auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Nerdfaktor. Tatsächlich hat sich mein Freund jetzt ein Pen and Paper Basisset bestellt. Geil, ich würde sagen plus eins genau. Auf Nerdfaktor. Deswegen, ein bisschen gestiegen. Welches, dem letzten Mal. Also Dungeons and Dragons? Dungeons oder? And Dragons. Oh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es jetzt genau für eins ist, aber... Es wird super. Es ist, also von den Starter-Set kenne ich auch vielen. Vielleicht ist es die Minen von Phandalia oder Phandalin heißt das, glaube ich. Ja, genau das. Das ist geil, habe ich auch schon genau. gespielt. Genau, ja, also da wollen wir uns jetzt mal ransetzen. Er ist aber auch schon dabei, ein eigenes zu schreiben. Nice, das nenne ich mal Commitment. Ja, genau. Und wenn ihr mag? Ja, jetzt wo die Overwatch 2 Beta endlich mal offen ist, bin ich natürlich jetzt auch wieder ziemlich gehypt.
gucken wir mal, wie das wird. Also der Nerdfaktor ist wieder ein bisschen gestiegen. Außerdem sind wieder ein paar sehr geile Animes rausgekommen. Und ja, da ist immer so das Problem, craften oder doch wieder zocken oder schwierig alles unter einen Hut zu bringen, Animes gucken und... So many stuff, so little time, ne? Ja, ja. Ja, was hat sich denn jetzt so auch im letzten halben Jahr vielleicht für euch verändert? Habt ihr an irgendwelchen tollen Cosplays gearbeitet? Habt ihr vielleicht neue Skills für euch entdeckt? Ich meine, du warst ja gestern, wie gesagt, auch schon beim Contest endlich mal wieder auf der Bühne, ne? Echt mega. Ja, also bei mir ist momentan eigentlich ziemlich viel mit Arbeit zu tun. Also ich weiß nicht, ob es hier viele wissen, aber ich mache halt Auftragsarbeiten für andere. Also alle, die nicht selber ihr Cosplay machen wollen, das übernehme ich dann halt. Und das sieht immer sehr geil aus, möchte ich jetzt auch mal kurz sagen. Richtig gut. Und da jetzt quasi die Con-Saison startet, die ganzen Lockerungen jetzt auch gekommen sind, wollen natürlich alle jetzt wieder mit Cosplay auf Con und ja. Du hast gut zu tun quasi. Genau. Aktuell. Also ich hoffe auch, dass ich wieder gesund nach Hause komme, weil jetzt toi, toi, toi. Danke. Jetzt ausfallen wir nicht so gut. Ja, genau so ist das. Also Commissions, Auftragsarbeiten, war jetzt auch das letzte halbe Jahr Thema. Da arbeiten wir auch eng zusammen, machen gemeinsam Kostüme. Zuletzt jetzt ja ein T2 Paladin aus WoW, ein ganz großes Projekt, was wir gemacht haben. Als Auftragsarbeit und ja, das waren so die im letzten halben Jahr. Und jetzt, wo es endlich wieder losgeht, Anfragen stehen alle an. Ja, viele Leute möchten irgendwas haben. Und die eigenen Projekte, die man natürlich auch noch hat. Ja, ne? Klar, natürlich. Mit denen man dann nicht so wirklich vorwärts kommt, weil ja, da, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Woran arbeitet ihr denn momentan so für euch? Vielleicht privat oder vielleicht gibt es ja auch einen großen Auftrag? Ja, also privat arbeite ich jetzt gerade an einer EVA-02-Einheit aus Neo Genesis Evangelion. Wow. Und das wird dann auch wieder so ein etwas größeres Projekt. Ich wollte gerade sagen, ist das wieder so ein dicker? Natürlich, weil Size matters, ne? Ist ja so. Ach so, ist das so? Alles ja, klar. Ja, es kommt doch auf die Größe an. Ja, ich bin wie immer im Anime-Game versunken. ist ja auch quasi genau, dein Steckenpferd. Da ist jetzt gerade ein neuer Anime rausgekommen, Spy X Family. Und ich habe mich so ein bisschen in ein Kostüm dort verliebt. Ah. Und ich war erst am Überlegen, das ganz kurzfristig hier zur Comic-Con zu machen. Aber. Ich dachte mir so, hast du jetzt noch 2 Tage Schlaf? Nee, kein oder? Cosplay-Crunch, bitte nee. Nicht. Also ich wollte es auch schön ordentlich machen, ja, deswegen. Ich kann das verstehen. Ja, genau. Das heißt, ihr seid fleißig dabei, wieder weitere Dinge zu tun. Das finde ich sehr gut. Genau. Aber immer. Vielleicht könnt ihr die Sachen dann ja auf den nächsten Comic-Con tragen? Maybe, maybe. Muss man gucken, wie schnell man da vorwärts kommt. Ja, von Marc weiß ich, dass er einmal im Jahr ein Cosplay macht. Für mich, ja, genau. Für ansonsten, sich selbst. Wie gesagt, das immer für alle anderen. Halt. Du kommst ja mal ein bisschen schneller voran. Ne? Ja, aber meine sind halt auch wesentlich kleiner und Näharbeiten, sagen wir jetzt mal, gehen zumindest für mich wesentlich schneller, als wenn ich jetzt an der Rüstung sitzen würde. Das stimmt. Was ich letztens noch mal gesehen habe bei dir, du hast letztes Jahr, glaube ich, einen Kalender rausgebracht, kann das ja, sein? Ja, genau. Machst du das dieses Jahr wieder? Ja, die Überlegung ist auf jeden Fall da. Auch eventuell mit jemand anderen zusammen und dann... Schön. Ja, also gerade was so das Shooting-Game angeht, bin ich dieses Jahr auch häufig unterwegs. Bist du gut unterwegs, ausgebucht genau. sozusagen? Ja, was heißt ausgebucht? Ich plane halt immer mal so ein bisschen was, damit man halt auch mal endlich Fotos hat. Ne? Ja, weil wir kennen es alle, wir haben so viele Cosplays zu Hause, aber irgendwie fotomäßig ist da dann kommt immer so nicht Flaute. Kommt man nicht in eine Pötte, ne? Genau. Es dauert ja auch ewig, bis man das Cosplay dann halt wieder anhat und alles. Ja, ich mein, du hast dich ja auch noch heute auf der Con geschminkt, ne? Ja gut, ich habe ein bisschen länger gefrühstückt. Was gab es denn Leckeres im Hotel? Erzähl mal. Ja, von Mach Brötchen. Mach uns mal neidisch. Von Brötchen über Rührei mit Speck und sowas. Und ich glaube sogar Kartoffelröstis, das ist jetzt nicht geil. So mein Fall, aber... ja, Müsli, Obst. Klingt gut, ja. Klingt sehr gut. War wirklich gut. Und natürlich Kaffee und Säfte und sowas. Bist du auch zufrieden mit dem Frühstück? Ja, ja, ich habe mir erstmal den Lachs geschnappt. Oh, ja, zum toll. Frühstück geht halt immer. Das war schon sehr ordentlich. Wie wär's denn mal bei dir mit so einem Cosplay-Kalender? Ja, habe ich auch schon überlegt. Sexy Reinhard vielleicht. Ja, habe ich auch schon überlegt. So schön, als sie irgendwo Months liegen. 12 Months of Reinhard. Ja, mit so ein paar schönen Weintrauben und ja, so. Ich könnte mir das richtig gut vorstellen, so ein lustiger Kalender, weißt du? Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Oder so ein Beach-Bikini-Reinhard, ja.
so drüber schneidern. Ne? Das ist so. Guck mal, Aimo kann dir ja ein Bikini machen für ja, das genau. Outfit. Ja, ja. Und dann ziehen wir das hier so drüber mit so einem geilen Stringtangle. Also wir hatten Hammer. Schon viele bekloppte Ideen und wir werden die wahrscheinlich auch leider umsetzen. Ja, bitte. Ich bitte drum. Das brauchen wir auch in der Szene. Ich würde auch gerne, ich habe ja für Plague habe ich so eine komplette Ganzkörperstrumpfhose, die komplett mit sexy. Latex angemalt ist. Ja, die kenne ich, deine Schlangenhaut, genau. ne? Ja, das die Kotzi-Mami. Genau. die hat ja überall so Pestwunden und sowas ja, alles. Geil. Das stelle ich mir auch lustig vor, die irgendwie sexy, in so einem Dessous oder so abzulichten mit dieser Strumpfhose, genau. Ja, ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man beim Cosplay den Humor behält. Ja, ne? Auf jeden Fall. Haben wir ja auch gestern wieder gemerkt, wie viel Spaß alle auf der Bühne hatten. Und nachher auch noch haben werden beim Cosplay Catwalk, der ganz großartig genau. wird, wo jeder mitmachen darf. Um 16 Uhr treffen wir uns hier. Egal, und es wie wird er immer aussieht. Sehr lustig. Also man sollte schon ein Kostüm anhaben. Das, natürlich. Das wäre Grundvoraussetzung. Natürlich. Da macht ihr auch mit, habe ich gehört. Bestimmt. Ja, habe ich am auch Anfang. Gehört. So. Also wir müssen irgendwann dann den Stand wieder abbauen, aber ja, ich denke. So einen kurzen Moment sind wir wohl da. Wir brauchen euch ja? doch zum Eröffnen der Show. Genau. Ja, eigentlich hatte ich heute vorgehabt, mit euch über Twitch zu reden, weil deine Kollegin ja auch twitcht, die aber jetzt leider krank ist. Ja, genau. Liebe Grüße. Marc, wie sieht's denn bei dir denn aus? Hast du auch mal irgendwie überlegt mit Twitch? Ja, ich weil hab, aktuell machst du es ja, glaube ich, noch genau, ich habe ja auch Twitch. Ja, doch, ich habe es mal eine ganze Zeit ja, gemacht. Ja, aber du machst nichts. Hab's dann aber wieder ein bisschen fallen gelassen, weil ich bin beim Arbeiten unglaublich chaotisch. Das heißt, ich sitze dann am Tisch und die Kamera läuft und ich mache dann. Ja, dann muss ich auf der anderen Seite vom Raum und dann mache ich da weiter. Und dann fällt mir ein, ich möchte eigentlich einen Kaffee haben, gehe dann in die Küche, nehme dann die Hälfte an Crafting-Material mit, weil da kann man ja auch dann weiterarbeiten. Dann setze ich mich ins Wohnzimmer, weil da liegt eh Bastelmaterial, da kann man auch weiterarbeiten. Und also es ist wirklich im ganzen Haus. Du brauchst dann quasi und, so einen Twitch-Stream, den du einmal im Haus machst, so eine Spycam über. So einen ganzen Raum, genau. Keine Dogcam, sondern eine außerdem, Spycam. Außerdem, das Problem ist, wenn man auf Twitch ist, man muss sich immer anziehen. Ja, also ja, theoretisch ja. Ich habe auch immer, wenn ich twitche, einfach nur eine Jogginghose an, weil ab hier sieht man ja nichts mehr. Aber ja. ganz ehrlich, wer sitzt am PC und hat eine Jeans und das beste Marc Kleid? Marc offensichtlich. Ja. Du hast eine Jeans an, wenn du am PC sitzt? Ja. Nachdem die Polizei da eigentlich nicht mit dir? Was los? Nachdem die Polizei da war und gesagt hat, Nacktstream ist nicht, habe ich jetzt immer eine Jeans an. Ah, das erklärt natürlich einiges. Ja, okay. Einmal erzähl mal, was machst denn du auf Twitch so? Momentan eigentlich überwiegend zocken. liegt aber auch daran, dass ich ja meinen ganzen Cosplay-Kram ausgelagert habe in ein Atelier. Und mega cool. Ich habe zwar Kameras und sowas mitgenommen und PC eigentlich auch dort, aber irgendwie ist man dann doch lieber zu Hause. Ja, man ist auch vor allem so im Trott dann, dass man dann halt auch arbeiten möchte im Atelier und ja. dann ist Stream halt nochmal, du musst dich erstmal dran setzen, das zu starten und dann quatschst du die ganze Zeit so mit den Leuten und das willst du ja auch nicht missen. Das macht ja auch Spaß am Stream so. Das und, stimmt. Leider komme ich dann halt nicht mit meinen Cosplays so weit. Also mit den Auftragsarbeiten. Also eigentlich gedacht war ja Twitch für dich, damit du quasi den anderen zeigst, wie du in deinen Kostümen nähst. Genau, genau. Und jetzt kommst du immer mehr ins Zocken. Ist doch auch super. Ja. Ey, also, mach das, was dir Spaß macht. Ich find's genau. großartig. Also Dankeschön. Dafür ist es ja da. Ja, wie wär's? Sexy Reinhardt Shooting auf Twitch? Begleitend? So? Marc ist noch am Überlegen. Die Gehirnzellen rattern noch. Nein, das ist mir zu intim, da schäme ich mich. Okay, ja, das kann ich verstehen, kann ich verstehen. Wie sieht es denn eigentlich so aus, wenn ich so eure Cosplays ansehe, dann weiß ich ja schon, dass es krass aufwendig ist. Sind das denn auch die aufwendigsten Cosplays, die ihr bisher gemacht habt, die ihr heute tragt? Jein, also ich sag mal, Reinhardt ist natürlich aufgrund seiner Größe unglaublich aufwendig. Ist ein Ding, ne? Gibt aber auch andere Cosplays, die einfach unglaublich viele Details haben, wo unglaublich viel Handarbeit einfach drin steckt. Die sind nicht minder aufwendig, aber halt anders. Ja, das ist es halt, ne? Nur weil irgendwie was groß ist, ne?
heißt es ja nicht, dass man mehr Zeit damit verbracht hat. Das ist richtig. Groß sieht immer geil aus und hat natürlich einen bombastischen Effekt. Ja. Bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass der Aufwand auch unbedingt deshalb größer ist. Also bei mir war zum Beispiel The Plague auch wesentlich aufwendiger als das hier. Auch wenn sie wegen Latex auch. Genau. Ne? Plague hat zwar nur so ein Stofflappen, den sie da über, aber der ist halt auch bestickt und da ist viel Weathering drin. Ja, und dann halt stimmt. Eben diese ganze Latex-Strumpfhose. Das sieht schon ziemlich geil aus. Da ging also, so einige Abend vorm Fernseher für drauf, genau. Ja, wenn ihr die Chance hättet, ein Cosplay zu machen von allen Sachen, die es so gibt, was wäre so euer Dream-Cosplay? Auch so Sachen, die ihr eigentlich überhaupt nicht könnt, weil das vielleicht nicht eure Skills sind. Ich würde gerne irgendwann mal was mit so richtig geilen, fetten Flügeln machen. Oh ja, das kann ich total verstehen. Auch wenn ich jetzt weiß, dass das wahrscheinlich richtig Pain ist, damit den ganzen Tag rumzulaufen. Und also auf einer Con ist es richtig, genau, richtig Pain. Mal abgesehen davon, dass man ja auch diese ganzen Regelwerke dann einhalten muss bezüglich der Breite und bitte wie die Cosplay, ausklappbar das sein müssen. Ist genau. 2,50 Meter. Ja, genau. Also darauf hätte ich echt mal wirklich Lust. Also sowas ganz Konkretes habe ich da jetzt nicht, aber doch dann durchaus sowas Oversize, so diese 2,5-3 Meter Kostüme. Boah, diese so ein Transformer riesigen, quasi. Die jetzt nicht unbedingt, aber es gibt halt auch viele andere große Cosplays, wo du einfach sagst, da ist Masse, da stehst du drin, auf Stelzen drin, die sind einfach breit, die sind gigantisch, du läufst einfach über ein Auto drüber, ja, sowas halt. Geil, das will ich sehen. Voll gut. Ich auch. Ja, und wir haben jetzt ja über Selbstmachen halt auch sehr viel geredet, aber wie funktioniert denn das Ganze überhaupt? Also habt ihr quasi eine Idee oder ihr seht halt einen Film, Anime, wie auch immer und sagt dann, oh mein Gott, das möchte ich cosplayen und wie geht ihr dann an die Sache ran oder wie kommt dann quasi die Idee? Also bei mir ist es meist so, ich schaue irgendwas, meistens, ich mache ja überwiegend eigentlich Anime Cosplays eben, weil ich halt viele Animes schaue auch. Meistens ist es dann so ein, okay, wir fangen jetzt diesen Anime an und dann taucht in Folge 2 ein Charakter auf. Ich denke mir so, oh, ja, nice Outfit. Ich mag den Charakter. Mach ich, genau. Und dann sitze ich da schon währenddessen am Handy und google nach allen möglichen Vorrückansichten und überlege im Kopf, wie ich das umsetzen könnte. Ja, und dann kaufe ich meistens schon den Stoff und dann dauert das noch so. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Genau. Wie sieht das denn aus? Also machst du dir nur so eine Skizze mit Sachen, was du brauchst? Oder gehst du eher so chaotisch so, der Stoff sieht gut aus, Mauer 3 Meter? Also ich bin da ziemlich beschissen drin, mir Skizzen zu machen. Das liegt aber daran, dass ich nicht so gut zeichnen kann. Ja, muss man ja auch nicht. Genau, also ich mache mir meistens irgendwie ein paar Listen, so, okay, ich brauche jetzt Stoff A, Stoff B, da brauche ich noch, keine Ahnung, Latexmilch, da brauche ich die und die Kontaktlinsen und dann gucke ich halt so ein bisschen links und rechts, wo man das möglichst günstig kriegt. Ja, das finde ich auch immer wichtig. Ne? Genau. Also Cosplay kostet halt auch einfach super genau. viel. Genau. Wobei ich auch sagen muss, dass ich in letzter Zeit sehr darauf achte, dass ich dann auch Sachen aus Deutschland kriege. Ja. Einfach eben auch Nachhaltigkeit. Weil wenn wir ehrlich sind, Cosplay ist jetzt auch nicht unbedingt das nachhaltigste Hobby. Nee, nicht unbedingt. Das stimmt. Außer du trägst dein Cosplay halt auch wirklich häufig, ne? Ja. Genau. Und bei dir, bist du da eher der Organisierte oder chaotisch? Naja, ich habe dann nur einen Plan, wie ich damit rangehe. Also, aber wenn ich mal jemanden Charakter gefunden habe, wo ich sage, jo, der gefällt mir, das möchte ich machen, dann wird erstmal das ganze Design am Rechner gemacht, also auch als 3D-Modell gemacht. Wird in einer speziellen Software dann auch schon direkt an dem Körper angelegt und daran skaliert. Dass du dann am Rechner direkt sehen kannst, passt das alles, ja, kannst du dich da drin bewegen, funktionieren die Klamotten, muss es größer, muss es kleiner. Wie eine Eins. Ja, ich meine, dafür ist es ja gemacht, ne, dass wenn du da drin stehst. Ja. Und du brauchst vor allem auch nicht lange, um reinzukommen. Ich habe das ja eben gesehen, genau, das ist so es, ja. Also 7 Minuten war da in dem Ding drin und ich so, okay, krass. Und das Ding ist, so kann er sich nicht mal ohne Cosplay bewegen. Ja. Ja, und dann werden wir gesagt, die Cosplays komplett am Rechner erstmal designt. Ach, komplett am Rechner machst du das dann? Genau. Also dann so 3D-mäßig? Genau, die werden auch wirklich auch an einem Avatar von mir oder vom Kunden, je nachdem, werden ja noch angepasst. Das heißt, jedes Stückchen sitzt dann auch da schon, wo es hingehört, digital am Rechner. Und daraufhin werden dann auf Grundlage der Teile dann letztendlich auch die Vorlagen gemacht, beziehungsweise die Schnittmuster für die jeweiligen Teile. Oder halt gedruckt oder wie auch immer, was man da jetzt machen möchte.
Sehr cool. Und wie ist das denn, wenn ihr Commissions bekommt, also Anfragen? Macht ihr alles? Oder, also ich meine, du machst ja bestimmt keine Perücken, oder? Nein, also alles sowieso nicht. Ich mache das, was ich kann, zum Beispiel Näharbeiten, weil das ich dann sehr gerne mal Silke, die ist da ein bisschen versierter als ich. Also ich kriege zwar Stoffe auch zusammen, sieht aber auch scheiße aus, aber das ist okay. Und das finde ich auch super, dass du da ehrlich so zu und, stehst. Also, nein, Gott, ich kann nicht alles, ich muss auch nicht alles können, genau, und ich will auch gar nicht alles können. Nö, ich kann auch nicht alles. Wichtig ist, wenn ein Kunde kommt, dass man ihm ein komplettes Angebot machen kann. Ja, beziehungsweise ihm auch sagen kann, was man nicht machen kann. Ja, das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie 3D-mäßig gedruckt was haben will oder Formarbeiten oder Lederarbeiten, könnte ich zu dir kommen. Zum könnte Beispiel ich sagen, so Marc, könnt ihr auf Instagram schreiben, Marc, kannst du mir die Krone aus dieser Serie drucken? Genau, dann gucke ich mir das an, ja, ob das überhaupt so möglich ist, also ob man es überhaupt so umsetzen kann, welche Möglichkeiten es dann gibt und natürlich ganz wichtig, ob ich da auch Bock drauf habe. Ja, das ist auch mal wichtig, eine Arbeit. Also das dauert ja auch. Ja, nicht nur das, es ist so der persönliche Anspruch, wenn mir sowas überhaupt gar nicht gefällt, so ein Design, dann würde ich das auch nie so hinkriegen, dass es mir im Endeffekt gefällt und wo ich dann auch sagen kann, jo, das kann ich übergeben, da stehe ich hinter und dann wird das auch meistens nichts. Dann sage ich lieber, ne, pass mal auf, such dir da lieber wen anderen. Ich kann dir vielleicht auch wen empfehlen, der dafür besser geeignet ist als ich. Ja, oder aber ich mache dann halt. Ne? Also je nachdem. Aber wie gesagt, in erster Linie, das Projekt muss mir gefallen und zusagen und dann. Ja. Und bei dir schickt man einfach die Perücken ein quasi? Also ne, kann ich also, quasi sagen so, ey, Aimu, machst du das bitte? Und also, dann schicke ich dir meine Perücke und du machst es dann? Also oder? Grundsätzlich kann man mir erstmal jede Anfrage stellen, die man möchte, cosplay-technisch. Und, so. Cosplay dann schaue ich mir das halt an und wenn halt jetzt eine Sache, bei Perücken bin ich jetzt auch nicht so der Profi, also so ein ganz casual Ding kriege ich hin. Du aber machst ja viel eher mit dann so mit Nähen und genau. Sticken. Du hast ja auch oben an deinem eigenen Stand, hast genau. Du eine Stickmaschine dabei. Genau, die habe ich mit. Da kann du man bist einfach der Knaller. Ey, ich habe den Laptop Ding, auch mit. Mir ist mal Hammer. Das heißt, theoretisch könnte man aber jetzt auch zu dir an den Stand kommen und vielleicht was gestickt bekommen. Geht ja, das? Genau. Ich habe Laptop mit und Hammer. Die Dateis oder die, wow. Die Software ist drauf. Dann mega. Knall ich da eben was zusammen. Und dann ja, hätte ich mal mein Cosplay zu dir gebracht. Ja. Wäre möglich. Sehr cool. Genau. Und was machst du am Stand oben? Ja, in erster Linie wollte ich noch ein bisschen an den aktuellen Projekten weiterarbeiten, aber da hat man wieder nicht funktioniert. Aus diversen anderen Gründen. Und dann habe ich noch ein paar Miniaturen mitgebracht, Testdrucke von Druckertests letztendlich, die nicht schlecht geworden sind. Also wenn man so einen Drucker neu kalibriert und einstellt, ja, dann druckt man diverse Modelle, guckt dann, wie sind die Modelle geworden, wo muss man nochmal nachbessern und so weiter. Und bevor ich die dann wegschmeiß, nehme ich die mit, mache die nochmal schön, male die nochmal richtig an und dann habe ich dann heute gemacht. Und die stehen dann auch oben und können dann zum Beispiel käuflich erworben werden. Ja, Totoro-Figuren zum Beispiel oder ein Witcher-Amulett ist dabei. So diverse, unterschiedlichste Klamotten. Alles Mögliche sozusagen. Genau. Ja, kommt gerne mal am Stand rum. Ihr wir seid haben auch ein Gewinnspiel. Ihr habt ein Gewinnspiel, genau, erzählt. Genau, wir haben ein Gewinnspiel und zwar haben wo kann ich mitmachen? Wie kann ich mitmachen? Genau, wir haben von Crafting Space, die haben, das ist auch ein kleines deutsches Unternehmen, Miriam und Jackie. Die beiden machen Workshops im Cosplay-Bereich und sind zum Beispiel auch an Schulen unterwegs und machen regelmäßig so einen Crafting Day, wo man sich dann einfach mal zusammen trifft und einfach mal zusammen an Projekten bastelt, sich gegenseitig unterstützt, auch mal kennenlernt, neue Ideen sammelt. Voll das Ganze geil. Ist in Bochum. Und die vertreiben auch einen kleinen Online-Shop für Cosplay-Zubehör. Foam, Klebstoffe, Farben, Produkte von Polyprops. Also auch nichts Unbekanntes. Benutze ich übrigens auch sehr gerne. Und die waren so lieb und haben uns einen Gutschein gesponsert in Höhe von 50 Euro. What? Den man dann bei denen im Shop einlösen kann für Materialien oder auch für Workshops. Also im Prinzip ist der für alles einlösbar. Und das Einzige, was man dann tun muss, ist zu uns an den Stand kommen, ein Foto von sich machen. Am Stand, das Ganze dann auf Instagram hochladen. Als markieren. Story? Nein, nicht als Story, sondern als Posting hochladen. Als Feedpost. Follow da lassen, Markierung setzen, dass man das Ganze wiederfindet und mit etwas Glück dann in der nächsten Woche den Gutschein gewinnen. Mega cool. Sehr geil, super. Ja, kommt gerne mal vorbei an den Ständen. Ihr seid in der Halle, wo auch die Star-Gäste sitzen. Einmal geradeaus durch.
quasi. Genau, bis no? zum Schluss. Bis zum Schluss. Genau, ganz am Ende. Ja, dann bedanke ich mich herzlich, dass ihr heute mal wieder dabei wart. Ich ja, danke hoffe, schön. Hoffe, vielen Dank. Wir sehen uns auf der nächsten Con wieder, weil es ist immer a party with euch. Ja, ich hoffe es doch, sehr gerne. Einen großen Applaus für Sir Highlord und Imo Cosplay.